Du hast Spritzwein zum Frühstück Staffel 2. Wenn du mehr über uns erfahren willst, findest du uns auf Instagram unter @spritzwein zum Frühstück. Wenn du uns weiter unterstützen willst, kannst du für tolle Vorteile auf patreon.com/spritzwein zum Frühstück offizieller Supporter werden. Viel Spaß beim Zuhören, natürlich wie immer, Umlaute ausgeschrieben. Schönen guten Morgen und willkommen bei der dieswöchigen Folge von Spritzwein zum Spritzwein zum Frühstück. Ihr hört Spritzwein zum Frühstück. So. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche gut überstanden ohne uns. Ich bin auch wieder mal auf Intro Duties, was für mich eine sehr ungewohnte Sache ist. Normalerweise macht das immer Jonas. Ja, weil du halt nie was machst. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir gleich zur Frage zum Tage. Wir zweifeln ja alle derzeit sehr an unserer Regierung und an deren Legitimität in Anbetracht des U-Ausschusses. Aber genug über die Regierung, also genug auf der Regierung rumgehackt. Was ist ein Moment in eurem Leben, wo ihr in letzter Zeit an euch selbst gezweifelt habt? Oh, shit. Willst du anfangen mit einem Beispiel? So, versteht ihr, was ich meine? So genug auf der Regierung rumgehackt. So, wir sollten mal bei uns schauen. Fangen wir mal bei uns an. Wir begeben uns in den Buddhismus. Change is, comes from within. Also basically, was ich so sagen will, ist so, vielleicht sollten wir uns auf die eigenen Schuhe schauen, bevor wir anfangen, immer an der Regierung rumzuhacken. Ja, das macht Sinn, politisch gesehen. Ja. Gut, auf jeden Fall. Gut gemacht, einen Moment. Also habt ihr was? Ich überlege was. Noch. Okay, dann, ich würde einfach mal anfangen mit mir. Ich habe letztens in einem Gruppenchat die Note meiner Mitschüler erfragt und ich wusste meins in einer Prozentzahl, 88%. Angeber? Weird Flex, but okay. Und mein Mitschüler hat gesagt, 15 aus 20 Punkten. Und ich habe einfach geschrieben, wie viel ist das in Prozent? Ja. Und 2 Sekunden nach war jemand so, are you kidding me? Und das ist ein Moment, an dem ich ernsthaft an mir selbst gezweifelt habe. Können wir kurz darüber reden, dass Dani ein Studium studiert, wo... Können wir darüber reden, dass er ein Studium studiert? Ja, basic rechnerische Fähigkeiten halt nötig sind. Und du sie nicht beherrschst. Bro, schau mal auf die Uhr da hinten, wie spät ist es jetzt dann? Okay, hier ist noch ein... Mann, ich kann nichts dafür, dass ich die Uhr nicht lesen kann. Ich glaube, du kannst sehr viel... Ich glaube, du bist die einzige Person, die wirklich was dafür kann. Mann, das ist einfach... Weißt du, was du nicht kannst, Lenny? Okay, die Schnauze halten, wenn du es tun solltest. Du hast uns gefragt und ich habe kommentiert. Wir haben einen Podcast da, es geht um den Austausch. Ich würde einfach gerne wissen, wann du an dir zweifelst, weil du zweifelst viel zu wenig an dir selbst. That's not true. Du bist eine der Personen, die am wenigsten an sich zweifeln, wirklich an sich zweifeln sollte. Du solltest jedes Mal an dir zweifeln, wenn du in den Spiegel schaust. Ja, solltest du jedes Mal an dir zweifeln, wenn du mit einem Fit außer Haus gehst, Mann. Ich finde, der Fit ist okay. Ja, das sagst du jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich so bin, so Bro, das ist scheiße, bist du so, Bro, ich finde es schon gut aus. Okay, Dani, Bro, das ist scheiße, was sagst du dazu? Ja, stimmt. Okay. Lenny, was ist deine Antwort? Schau, du glaubst, du hast mich jetzt entwaffnet, aber du weißt im Inneren einfach, du findest nicht, dass es scheiße ausschaut. Meinst? Ich habe mir heute keine Mühe gegeben mit meinem Outfit. Okay. Und ich finde, es schaut okay aus. Ja, siehst du? Ich finde auch, dass du, nur um das zu revidieren, so, ich finde, meistens schaut Lennys Outfits cool aus oder zumindest halt, zumindest was Neues, aber teilweise denke ich mir einfach nur so... Aber teilweise denke ich auch nur so, du absoluter Affe, wie kommst du auf diese dummen Ideen? Schau. Wieso findest du das so geil? Zum Beispiel diese Schuhe, Mann, what the fuck? Die sind angenehm und schnell angezogen und ich war heute Stress. Und dann sagst du immer solche fucking weirden Argumente, Mann. Ja. Die sind angenehm und schnell angezogen, deswegen habe ich sie um 350 Euro erstanden. Ich habe die Schuhe ungefähr schon 2 Jahre, ich weiß nicht, was der Punkt ist. Du bist einfach so, das sind angenehme, schnell angezogene Schuhe. Das ja, ist okay, Euro, so, meine Antwort auf deine wunderschöne Frage... die ich cool finde, Dani, ja, wird dir auch nicht schaden, mal hier ein Kompliment auszulassen. Du weißt ganz genau, dass ich off-camera... off-camera, aber on-camera muss ich meine stoische Männlichkeit beweisen. Ja, ja. Nein, ich habe das letzte Mal an mir gezweifelt, als ich... Es war 2004. Es war 1998, na okay. Ich war bei Mackie und habe einen Big Mac gegessen. Und dann war ich so, ich habe mir eigentlich vorgenommen, vor Corona so, ich werde kein Fast Food Processed Meat mehr essen.
and then I did. Und da war ich so, damn, hm. So, war das jetzt nötig? Okay, ja. Aber das ist wirklich so Selbstzweifel. So. Doch, schon, natürlich. Das ist mehr so, ich habe so, was gemacht, was ich nicht hätte machen sollen. Ja, da habe ich schon an mir selbst gezweifelt, so, weil ich habe es mir vorgenommen and I didn't manage to pull through. Okay. Ich habe das Gefühl, Jonas wird jetzt etwas sehr Existenzielles sagen. Okay, soll ich das? Nein, dann ende ich meine Antwort. Nein, sag's. Ich kann dann auch noch was Existenzielles raushauen. Es ist eh okay, wenn wir eine traurige Folge haben. Meine traurige Folge? Fang ich an, über deine Mutter zu reden. Okay. Dann wird es wirklich traurig. Ich habe gestern erfahren von meiner Universität, dass sie das ganze Jahr online sein wird und das erste Semester genau meinen Jahrgang nicht zurückkehren lassen wird. Hold up, das heißt du... Das heißt, ich habe angefangen zu zweifeln an meinem Leben. Was mache ich eigentlich? Was machst du eigentlich? Aber warte, heißt das, du musst jetzt einfach nicht mehr nach New Haven fliegen für den Rest des Jahres? Ja, beziehungsweise ich darf das erste Semester. Sie waren so, na, erstes Jahr, drittes Jahr, viertes Jahr, die dürfen. Zweites Jahr, fickt euch. Als ob, warum genau das zweite Jahr? So, what's the reason? Ja, und im zweiten Semester darf das erste Jahr nicht zurück. What is the reason? Was auch ein Problem ist, weil halt Frischfleisch, ja? Mm. Okay. Excuse me? Jonas, das ist extrem misogynistisch, was du da gesagt hast. Nein, ich meinte einfach, man muss die junge Generation trainieren. Mm. Man muss sie mit einem Fleischklopfer-Tender schlagen. Man muss das ihnen... Das frische Fleisch. Auch bekannt als die Fleischpeitsche. Oh Gott. Okay, ich ändere meine Antwort. Das letzte Mal, als ich an mir gezweifelt habe, war vor 25 Sekunden. Aber wieso hast du denn selbst gezweifelt? Weil ich gesagt habe... Frischfleisch. Wieso hast du dir selbst gezweifelt, wenn die dir einfach eine Information gegeben haben, dass du nicht mehr studieren Nein, kannst? Nein, es war einfach ein Zweifel im Sinne von, was mache ich jetzt mit mir selbst? Okay, das ist auch kein Selbstzweifel. Meinst du so, okay, was machst du jetzt in der das Zeit, letzte Mal, in der du als ich in an mir selbst gezweifelt habe, war, als ich um 16 Uhr zum Arzt gegangen bin und dann schaut er mich so an, ist so, wieso sind Sie hier? Und ich so, ich habe einen Termin. Und er so, der war um 14 Uhr. Und ich war so, oh, ich dachte 16 Uhr. Und er so, nein. Und war ich so, ich habe 14 Uhr gelesen und habe mir 4 Uhr eingetragen, weil die 4 dort ist. Ich bin eigentlich komplett dumm im Kopf. Ja, okay, super, okay. Jonas. Ja gut, das war ein Selbstzweifel. Das ist legitim. Okay. Nur um an Jonas Selbstzweifel anzuhängen mit der Uni. Ich habe dieses Semester auch an mir gezweifelt, weil ich einfach nichts gelernt habe dieses Semester, weil einfach ich mit der Fernlehre das nicht hinbekommen habe. Da habe ich auch an mir selbst gezweifelt. Aber du hattest ja 88% auf die Prüfung. So. Ja, ja. Ich hatte keine schlechten Noten in den meisten Fächern, Angeber. Aber ich habe einfach nichts gelernt. Und ja, es ist auch die WU, ich meine, kannst du das erwarten. Das ist sehr witzig. Ich meinte nicht, dass ich nicht aktiv so etwas gemacht habe, so lernen, sondern ich habe nicht viel Wissen bekommen. Mm. I get it. Und das war, finde ich, ich weiß nicht, das finde ich halt echt wack. Und da habe ich dann auch schon bei mir selbst gezweifelt. Echter Vibe-Killer. Und bei mir wird es wahrscheinlich auch nicht möglich sein, dass wir wieder in die Vorlesungssäle zurückkehren. Also das ist auch... Tatsächlich jetzt auch fürs nächste Semester. Ja, vermutlich. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, vielleicht mache ich ein Jahr Pause. Wirklich? Ich überlege es mir zumindest. Weil ich muss halt sagen, so was ist der, was bringt es für mich, wenn ich eh nichts mitnehme aus der ganzen Sache? Ja, voll, das ist, ja, sicher. Ich meine, jetzt speziell mit dir in Amerika. Bei dir wäre es egal, weil du halt irgendwas machst, aber. Das stimmt wirklich, du bist irgendwas. Ja. Und literally, du malst. We're back at it again. Du malst. Du machst Striche. Du machst Striche. Du zeichnest Strichmännchen. Okay. Literally, what the fuck? Schau, der Moment, wenn man ein positives Kommentar einstreuen will und einfach, ja. Es ist der Kommentar. Was wolltest du sagen? Jetzt will ich es nicht mehr sagen. Okay, reden wir über unser erstes Thema. Ja. Okay. Unser erstes Thema haben wir besprochen, ist dein Thema. Ah, das stimmt. Es ist meine Aufgabe. Jonas, ja. Das sollte dich dazu zum Selbstzweifel fahren lassen. Oh shit, jetzt ist der letzte Selbstzweifel nur 5 Sekunden her. Shit. Bro, wir sollten ein Schild aufhängen. Einfach Moment. Genau. Letzter Selbstzweifel. Seit dem letzten Selbstzweifel. Okay. Ja, willkommen zurück bei Nachrichten aus dem Hinterwald. Oh. Denn diesmal kommen die News direkt aus St. Peter am Hart im Innviertel. Urgeil. Und urgeiler zwar ein ÖVP-Gemeinderatsmitglied hat ein Foto von sich auf Facebook gepostet, wo er ein Gewehr hält und Munition um den Hals geschnallt hat. Ich spiele euch das schnell ein auf YouTube. Also nicht für alle, die auf YouTube zusehen, spielst du sein. Ja.
dieser Mann schaut so aus, wie ihr hier auf YouTube seht. Ja. Und zwar mit der Bildbeschreibung: Waiting for Antifa, Bizeps-Emoji, lächelndes Emoji. Fuck that rat pack out of the country if necessary. Na, servus. Da haben wir schon wieder mit den Ratten. Das scheint fuck so etwas that rat pack out of the country. Die ÖVP und die Ratten. Die immer, ah, nein, das war die FPÖ. Aber trotzdem. Sie sehen das Gleiche mittlerweile. Das schauen wir mal. Okay. Ja, und ja, das heißt, er hat das gepostet. Ich finde auch Bizeps-Emoji, lächelndes Emoji nach Waiting for Antifa. Das war dieses Emoji. Nein. So das Eis. Die Leute, die zuhören, waren einfach, ich wette, das war dieses Emoji. Stille. Bro, ich wette, das war dieses Emoji. Das lächelt. Okay. Ja, er hat also nicht gelächelt, Jonas. Das hat er gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe die Lücke gefüllt. Lächeln. This is for our YouTubers out there. Yeah. This is for the fellow Tubesters, bro. Der Bürgermeister der Gemeinde, Robert Wimmer, Shoutouts, hat ihn sofort zu einem Gespräch eingeladen. Eingeladen, und bro. Nach dem Gespräch hat er sein Mandat und alle weiteren politischen Funktionen niedergelegt. Also nicht der Bürgermeister, sondern der Gemeinderat. Willst du auf ein Café gehen? Gemeinderatsmitglied. This is an intervention, you're fired. Und jetzt, okay, ratet mal, in welchem Bezirk St. Peter am Hart im Innviertel liegt. Braunau. Das ist eine Stadt. Es ist im Bezirk Braunau am Inn. Oh, ich wusste es. Ich bin nur froh. Sorry. Okay, wie ist es möglich, dass diese Sachen immer solche Coincidences sind? Ja, ich fand's auch nicht, war so. Zum Beispiel wie Yoshi einfach so war, so Schnee von gestern, Mann. Das muss doch ein Joke gewesen sein. Ich glaube schon, es ist ja so hard on the nose, dass es einfach, es muss ein Joke gewesen sein. Aber auch das ist in Braunau am Inn, bro. Who's writing this shit? Eigentlich. Guys, writers. Life just keeps getting crazier. This stuff is unrealistic, man. Yeah, und dann, was mir, okay, er hat gepostet, waiting for Antifa. Und was ich mich gefragt habe, wieso denken die Leute, dass Antifa eigentlich ein Ding ist? So Amerikaner zum Beispiel, also rechte Amerikaner, sind so stolz darauf, dass Donald Trump gemeint hat, er wird Antifa als terroristische Gruppe bestimmen. Aber wieso? Stimmen. Weißt du, es ist... Was ist, also ich muss sagen, ich bin nicht sehr gut informiert auf dem Gebiet, aber... Ich weiß, du hast irgendwann mal vor langer Zeit gesagt, als wir die Ibiza-Folge gemacht haben, dass das Ibiza-Video vielleicht von Antifa aufgegeben wurde. Ich glaube, eine der top drei dümmsten Aussagen, die du gemacht hast. Okay. Jonas was bringing up old shit, man. Bro, sorry. Bro, I got the receipts, bro. Aber warte mal. Weil Antifa ist ist ein Gedankengut. Das ist keine Organisation. Es gibt keine Organisation. Halt so, ja, es gibt so winzige kleine Chapter. Aber zu sagen, ich sage, Antifa ist eine terroristische Organisation, ist wie zu sagen, ich weiß nicht, was Antifa ist. Feminismus ist eine terroristische Organisation. Okay, aber... Ja, es ist halt, vielleicht halt, weil Antifa so klingt einfach so nach einem Konglomerat und nicht nach einem... Es steht literally immer nur für Antifa. Ich glaube, es ist ähnlich wie zu sagen, dass Anonymous keine Organisation ist. Okay, aber Anonymous ist eine Gruppe. Antifa ist ein Gedankengut und dann gibt es kleinere Clubs oder Chapters oder so, die sich halt unter Antifa... als Antifa betiteln oder so, aber als solches keine organisierte Gruppierung. Ja, man muss halt gegen sie vorgehen. Na. Daniel. Das fand ich ja auch lustig. Es wurde jetzt in den Medien, ab und zu wurden die Leute, die Rechten in Amerika, als Anti-Antifaschisten bezeichnet. Oder wie man das früher noch gesagt hat, schwierig zu sagen. Faschisten. Ja. Anti-Antifaschisten, das existiert nicht. Ja, es ist halt... Faschisten. Ja, eh. Aber man muss sagen, ich meine, das ist zwar ein lustiges Wortspiel, aber gleichzeitig, nur weil sich jemand so nennt, heißt es nicht, dass das ist, wofür sie stehen. Zum Beispiel Nationalsozialisten. Gut, sind auch keine Sozialisten, aber... Ja. Sind vor allem so. Nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber es ist trotzdem... Ich bin auch ein Anti-Nazi, aber ich bin nicht gegen Sozialismus. Okay. Naja. Klar, und okay, wie nennen wir die Nazis heutzutage? Nazis. Anti-Anti-Nazis. Nein, das ist der falsche Begriff. Okay, sind keine Nazis, sind Anti-Anti-Nazis. Okay. Okay. Ja, gut. So viel soll gesagt sein. Das war schon eine Aussage von dir auf jeden Fall. Ich finde nur, dass es einfach wichtig ist, das anzusprechen, dass die Leute nicht einfach irgendwie verinnerlichen, dass Antifa mehr ist als ein Gedankengut. Ein Gedankengut, das wir alle in uns tragen sollten. Aber ich habe im Endeffekt das Gefühl, meistens, wenn Leute Begriffe sagen, wissen sie nicht, was diese Begriffe bedeuten. Hashtag Kapitalismus, Hashtag Kommunismus. Hashtag Sozialismus. Ich meine, die meisten Leute wissen wirklich nicht, was das bedeutet. Ich habe das Gefühl, dass es einfach mit Antifa ähnlich ist wie mit ACAB.
und diesen ganzen Sachen, dass einfach so, dass es Begriffe gibt, die halt nicht in ihrem Kontext verstanden werden. Und dann siehst du halt, dass es Leute gibt, die Fenster einschlagen unter Antifa und dann denkst du, es sind halt alles Terroristen. Aber Antifa ist nicht so, du kannst es nicht mit so einem systemischen Problem wie der Polizei existiert vergleichen. Ich vergleich's mit der Aussage. Also, dass wenn du Antifa hörst, denkst du nicht an ein positives Gedankengut als Person, die nicht Teil der Bewegung ist, sondern dann denkst du an Leute, die Schaufenster einschlagen und... aber das kann auch Teil von Antifaschismus sein. Ich denke gar nichts, weil ich weiß nicht, was die machen. Nee, es geht ja darum, dass sie nichts machen können, weil sie keine Gruppierung sind. Nicht existieren. Weißt du, wir können sagen, wir hier zu dritt sind Antifa-Headquarters, weil wir auch Antifaschisten sind oder Anti-Anti-Antifaschisten, wenn man es so sagen will. Ja. Aber im Grunde, jeder sinnvolle Mensch trägt Antifa-Gedankengut mit sich. Ja. Du kannst, und zu sagen, wir militarisieren uns gegen Antifa ist ja, aber komplett. Dann sind sie auch so, ich bin für Tierrechte. Und das ist problematisch, oder? Ja, Tierrechte sind schon so. Das stimmt. Aber das ist so wie Greenpeace. War das Greenpeace? Nein, Amnesty International. Auf jeden Fall irgendeine große Organisation. Peter, genau. Die einfach so Hunde kidnappen. Ja, okay, über Peter. Und dann könnte man auch sagen, so ja, man könnte auch Gedankengut von ihm haben. Aber das ist der Unterschied. Ich finde, Peter, das ist eine slippery slope. Peter ist eine Gruppe, die existiert. Ja. Die kannst du kritisieren für das, genauso was die wie Gruppe macht. Greenpeace auch eine NGO ist. Aber ich glaube, ich habe schon mal so Antifa so Demonstrationen gesehen. Es gibt ein Antifa-Logo. Vielleicht ist das auch ein bisschen so, gibt das dem Ganzen auch so... mehr so einen organisatorischen Charakter. Es gibt genauso unter Anführungszeichen ein Pride-Logo und du sagst nicht, ja, wir werden jetzt die LGBTQIA+-Community als Terroristengruppe benennen. Das war alles, was ich sagen wollte. Ich verstehe schon. Bro, Antifa ist chillig. Sind chillige Leute. Unser Kameramann Adam ist Teil der Antifa. Dort haben wir ihn gefunden. Unser Kameramann Adam ist ein Terrorist und gegen ihn muss vorgegangen werden. Weil er von der Antifa ist. Ja. Oder von der Anti-Anti-Anti-Anti-Anti. Von der Antifa-Tourismus-Organisation. Von der Antifa-Terrorismus-Organisation. Ja. Okay, alles Touristen. Ja. Gut. Nice. Reden wir über etwas anderes als Antifa. Und zwar über einen Virus, der sich nennt... Roni. Genau, the Coronavirus. The Coronavirus. 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 Shit is getting real. Coronavirus. Shit is real. Shit is getting real. Coronavirus. 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 Shit is getting real. Okay, it's coronavirus. Das war unser Intro. Coronavirus. Daniel, take Anyways. Us away. Bevor ich über das Thema elaboriere, wollte ich noch kurz einen lustigen Schwank bezüglich Coronavirus erzählen. Nämlich, ich war letztens in der S-Bahn und da ist halt ein Typ ohne Maske gesessen, was ich in letzter Zeit immer öfter sehe. Ja, voll. Und wir sind halt dort mit der Maske gesessen. Der ist sicher von der Antifa. Mhm. Weiß ich nicht. Sounds auf jeden Fall like ist er da gesessen und dann sind so zwei Zugkontrolleure hingekommen und haben ihm so gesagt, so ja, bitte setz deine Maske auf, so du musst deine Maske tragen. Und die waren aber schon von Anfang an so ziemlich standoffisch und so irgendwie angepisst. Und dann war er so, nein, ich habe Asthma, ich muss es nicht machen. Und dann war sie so, okay, wo ist dein Arztbeleg? Ich muss das nicht beweisen. So, ich werde keine Maske tragen. Und dann war er so, ja, das ist sowieso alles nur erfunden. Und dann haben sie so angefangen, so miteinander zu streiten. Und das Lustige ist, ja, und die Kontrolleure waren halt ein bisschen so, will jetzt nichts sagen, aber... Muss er halt schon tragen. Ja. Nein, ich meinte nur so, die Kontrolleure waren jetzt auch nicht die hellsten Birnen. So. Also, und die haben einfach angefangen, so miteinander zu streiten. Und waren so, schau, wir machen das auch nicht gerne. Wir tragen auch nicht gerne Maske. Und dann war er so, ich werde keine Maske tragen. So, das ist alles nur eine Conspiracy. Und sie so, okay, ja, weißt du was? Ohne Maske kannst du nicht weiterfahren. Und ich so, ich werde hier sitzen bleiben. Und so, was soll ich machen? Ich bin in der S-Bahn. Und sie so, ja,
geh zu Fuß. Ne? So ein bisschen Dude einfach gesagt so, geh zu Fuß, fahr mit dem Fahrrad. Und dann war ich so, was ist gerade, was passiert gerade? Diese zwei Kontrolleure sagen diesem Dude sie gerade so. Sie können den einfach rausschmeißen und fertig. Sie müssen nicht die Welt erklären. Und dann, hat er so, Uber gibt's auch, Taxi. Du könntest. Roller gibt's auch. Ja, du könntest dir technisch gesehen im Bereich zwischen Erdberg und Hauptbahnhof einen Lime-Scooter nehmen und dann in den Uber umsteigen. Wenn du diesen Code verwendest, kriegst du sogar die Freischaltungsgebühr gratis. Also ja. Auf jeden Fall fand ich das halt witzig, dass die dann so, es war dann wirklich so, als wollten sie irgendwie so ins Reinwirken so und so in der Argumentation ihn irgendwie besiegen, keine Ahnung. Aber ich fand's auf jeden Fall witzig, dass das passiert ist. Und dass der Dude einfach so war so, nein, ich hab Asthma. Nein, ich trage keine. Lustig, weil du kriegst gleich viel Sauerstoff in deinen Körper, wie wenn du keine Maske trägst mit Maske. Gut, das ist mal wieder ein linker Fakt von Jonas. Das ist von der Antifa. Das ist einfach ein wahrer Fakt. Gut, auf jeden Fall wollte dieser Typ halt keine Maske tragen und ich fand es halt witzig, dass sie sich dann deswegen gefetzt haben und dass die Typen so auf die Fetzerei eingegangen sind. Ja, voll. Vor allem, ich hätte einfach gesagt so, ja, geh raus oder wenn das nicht möglich ist, dann will ich halt weitergehen. Auf jeden Fall sind sie dann so triumphant, weil sie so irgendwie die Konversation gewonnen hatten, weggegangen und er durfte einfach weiterfahren. Naja, was sollen sie machen? Sie werden ja nicht Polizei rufen. Ja, voll. Zug anhalten wegen Biochemical Warfare oder was. Mhm. Aber eine Frage, sind sie ihm zu nahe gekommen bei der Auseinandersetzung? Nein. Okay, weil das fand ich so lustig. Einmal hat mich ein Polizist oder hat ein Polizist so eine größere Gruppe, an der ich teil war, so aufgehört. Auflösen wollen. Yeah. Und dann war so, ja, ihr haltet den Sicherheitsabstand aber nicht ein und ist so urnahe gekommen. Und ich war so, Bro. Und du warst so, ich werde jetzt nichts sagen. Nein, ich habe gesagt, können Sie bitte auch den Sicherheitsabstand einhalten? Und dann hat er es gemacht. Aber ich fand das trotzdem lustig. Geschichte, Jonas gewinnt gegen Polizisten, Bro. Das stimmt, Bro. Typisch Antifa, Bro. Immer typisch, Stress machen. Nein, ich fände es so lustig, dass Jonas macht immer Stress mit Polizisten. Manche Leute sind so, Bro, du musst Maske tragen, du musst Sicherheitsabstand halten und das sind dann die Leute, die so die Maske unter der Nase tragen oder so. Oder halt ich würde nicht sagen, dass das diese Leute sind. Okay, ja, aber es gibt Leute. Das ist alles, was ich sagen wollte. Ich finde es grundsätzlich so, während dieser Corona-Zeit, es ist einfach so, okay, what do you have to lose, wenn du eine Maske anziehst im öffentlichen Transport? Ich habe Asthma. Ich glaube, mittlerweile wissen wir so... Ich finde es schon unangenehm, aber ich sehe es ja, mittlerweile wissen wir, dass es nicht irgendein Riesenscheme von der Regierung ist, weil die Maßnahmen halt zurückgegangen sind. Man muss es jetzt nicht mehr beim Einkaufen und im Restaurant tragen. Was auch Quatsch ist, meiner Meinung nach. Ja, schon klar, aber das ist irgendwie auch ein Beweis, dass halt kein Scheme ist, um die Bevölkerung zu suppressen. Ich habe so eine Statistik gesehen, dass wenn eine Person Corona hat und eine nicht... Und keiner davon trägt eine Maske, ist die Infektionswahrscheinlichkeit 70% und beide eine Maske tragen 1,5%. Das ist schon arg. Und Hongkong zum Beispiel, dort tragen 97% der Leute Masken und sie hatten keinen einzigen Lockdown und nur irgendwie 600 Infektionen, weil so viele Leute Masken Jonas tragen. Jonas ist dieser Dude, der so internationale Berichterstattung aus Hongkong glaubt. Typisch Antifa, Bro. Bro, I'm sorry, aber... Hongkong ist nicht Mainland China, das ist es Bro, halt. Sie hatten halt ur viele Proteste. Noch nicht, Jonas. Da geht's ab, Mann, da geht's ab. Das könnt ihr nicht sagen. Naja, halt, es ist wahr. Okay, aber wenn wir nicht internationalen Berichterstattungen glauben, dann glauben wir vielleicht nationalen. Daniel, was geht denn da ab? Also, was ich nämlich jetzt aufbereitet habe, ist ein paar Fakten. Nämlich, oh, shit. Daniel, more like, fuck yeah. Zuerst mal ist es so, wir Österreicher können uns auf die Schulter klopfen. Okay, alle Schulterklopfer machen, bitte. Wir haben nämlich extrem niedrige Todeszahlen im Corona. Wir haben 8 aus 100.000. Im Corona, oder? Deutschland hat 11 aus 100.000. Die USA 39 aus 100.000. Warte mal, 11 Tote pro 100.000? Ja. Does that make sense? Pro 100.000 Bevölkerung, nicht pro 100.000 angesteckt. Ah, okay. Jetzt, ich habe mir gerade gedacht, so, Bro, das kann es nicht sein. Okay, pro Bevölkerung, okay. Frankreich hat 45, Schweden 52. Und die UK gewinnt mit 66 Victory. Toten aus 100.000. Wie war es in Italien? Weißt du das? Hast du das auch? Weil das will mich schon. Das war nicht drin, aber ich kann mir vorstellen, dass es da noch schwer ist, Daten zu erheben. Aber die sind jetzt auch gesunken. Um einiges. Und was ich eben basically euch auch kurz sagen wollte, ist so eine Timeline und dann die dazugehörigen so Neuinfektionszahlen. Also, was halt war, ich weiß nicht, neues kleiner Erfrischer. Am 14.04. war eben die erste Öffnungsstufe und ich habe mir das heute nochmal nachlesen
müssen, weil ich wusste gar nicht mehr, was da genau über passiert ist. Und die erste Öffnung, wo wieder, das war eben so die Öffnung, wo wieder alle Geschäfte unter 400 Quadratmeter öffnen durften. Und davor war eben basically Lockdown für einen ganzen Monat. Ja, alles bis auf Supermarkt und Drogerie und Apotheke. Und ab 1.5. war dann die zweite Öffnungsstufe, wo Veranstaltungen mit Teilnehmern wieder möglich waren, bei so 10 Leuten. Und alle Geschäfte durften aufsperren und mehr Leute durften wieder in Geschäfte. Oh yeah. Die nächste Lockerung war dann am 15.5. Das war die Gastronomieöffnung, wo man wieder in Restaurants durfte. Aber Kellner mussten immer noch Masken tragen. Und am 15. Aber das war eh irgendwie so Anfang des Endes. Da hast du dann am 15.5. ja voll. So, das war für mich dann irgendwie, habe ich das Gefühl, der Punkt, wo auch alle Leute wieder angefangen haben, Zeit miteinander zu verbringen, wo die Polizei Leute nicht mehr angegangen ist, die nebeneinander gegangen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber war dir in dieser Zeit so 15.05. bis 15.06. am Donaukanal? Es war so... Es ist jetzt aber immer noch, es ist jetzt schlimmer geworden. Das ist auch das Problem, weil sie sagen, okay, Bars und so dürfen nur bis 1 in der Früh offen bleiben und dann, nachdem alle Leute sich angesoffen haben, gehen sie... alle Leute am Donaukanal. Es war auch, so voll, krank, der Donaukanal. Volksgarten, alles, alle öffentlichen Plätze. Open up the clubs, man. Bro. Auf jeden Fall, ich finde eine... ernsthaft in Erwägung ziehen, also seine Idee, die man schon in Erwägung ziehen sollte, wäre so Open-Air-Clubs, weil das gibt's ist jetzt genauso sinnvoll, wie wenn die da alle am Donauknall. Das Flug, das Flex, Volksgarten, Werk haben alle Open-Air-Events. Das heißt, du willst mir sagen, ich kann jetzt wieder aushageln gehen ins Flex? Bis 1 in der Früh. Okay. Das ist halt extrem wack. Open-Air. Nice. Auf jeden Fall, am 15.06. war dann die Lockerung der Maskenpflicht. Das heißt, wir müssen nur mehr Masken in den Öffis tragen. Und halt in, also basically nur in den Öffis und halt so in Apotheken und so Sachen, wo man den Kontakt, also den Mindestabstand von 1 Meter nicht einhalten kann. Aber im Endeffekt nur in den Öffis, also halt. Und 1.7., also gestern, war eine Sportlockerung, das heißt, das hat uns persönlich... Warte, jetzt darf ich Fußball spielen, auf ja, man darf wieder jegliche Sportarten betreiben und auch Vollkontaktsport, so wie Football. Das heißt, wir dürfen wieder Trainings machen. Yeah. Und es gab eine weitere Lockerung für die Gastronomie, nämlich dass die Kellner nicht mehr die Maske tragen müssen. Oder ich glaube, das war schon vor ein paar Tagen. Nein, das war 1. Juli, ja, gestern. Chillig. Und wie hat sich das auf die Infektionszahlen ausgewirkt? Auf die... Die Peak-Infizierten waren nämlich am 3.4. Und seitdem ist es zurückgegangen. Und ich habe mir das ausgerechnet, zwischen im Juni wieder die, um mal Rückschlüsse ziehen zu können auf wie die Öffnungen, also wie das auf die Infektionszahlen sich ausgewirkt hat. Weil im Endeffekt ist ja am wichtigsten so, wie der Anstieg der Neuinfektionen ist. Ja. Und zwischen 2. und 6. Juni war es eben so, dass es 30 Infektionen pro Tag gab im Durchschnitt. Und zwischen 7. Juni und 1. Juli gab es 50 Neuinfektionen pro Tag. Und was eben erstaunlich ist, ist, dass die letzten 2 Tage fast 100 neue Infizierte jeden Tag es gab. Ja. Was halt, ja, das ist vor halt... Vor allem in Oberösterreich. Wieder, voll, das ist halt krank, wieder oder? Bedenklich, weil ja. die anscheinend wieder steigen. Und ich habe mir auch angeschaut, was der Übertragungsfaktor war. Und es war so, dass der Übertragungsfaktor am 15.03. am höchsten war. Da war er 3. Das heißt, eine Person hat 3 andere Personen infiziert. Am 29.03. ist er dann deutlich abgesunken. Das war, nachdem wir nachdem die ersten Maßnahmen schon gegriffen haben. Da war er nur mehr 1,5. Am niedrigsten, also am 2.4., am 12.4. war es dann bei 0,7. Und am niedrigsten war es am 20.4. Da war es bei fast 0,5. Und dann haben eben wieder diese Lockerungen angefangen. Und es gab wieder einen Anstieg bis zum 15.5., wo es wieder einen Übertragungsfaktor von 1 gab. Mhm. Und dann hat sich zwischen 15.5. und jetzt immer zwischen 1,1 und 0,8 bewegt. Mhm. Und derzeit sind wir halt wieder auf einem Aufwärtstrend. Yikes. Und man kann halt klar sehen, dass die Lockerungen seit 15. Wieder zu einem Anstieg führen. Mhm. Ich habe eine Idee. Und jetzt habe ich ein paar Fragen oder Gedankenanstöße für euch. Und das erste war mal einfach wieder so, wie viel glaubt ihr liegt an der persönlichen Achtlosigkeit der Leute, die sich nicht an die Abstandsregeln halten? Und persönlich so, ich habe schon viele Leute ohne Maske in Öffis gesehen. Total. Ich glaube, es liegt literally alles daran. Ich finde es von der Regierung auch einfach dumm zu sagen, ja, wir vertrauen auf den Hausverstand der Österreicher und Österreicherinnen, weil seit wann haben wir Hausverstand? Wir sind einfach alle dämlich. Und
Ich mache den Leuten einzeln weniger Vorwürfe, weil ich finde, ganz ehrlich, wenn dir die Regierung sagt und du bist eine Person, die, sag ich mal, sich nicht so sehr mit Politik oder mit Virologie auseinandersetzt, wie wir das jetzt gemacht haben, und Kanzler Kurz sagte, ja, so wie du halt denkst, dass es richtig ist, und du sagst, ja, die Maske nervt mich ein bisschen, dann ist es halt irgendwo, ich meine, ja, ich würde es trotzdem natürlich nicht machen und ich trage meine Maske weiterhin in den Supermarkt und so. Linker Sozi. Ja, aber ich finde halt, ich finde, es liegt auch einfach sehr viel Verantwortung dafür bei der Regierung, dass sie uns die Möglichkeit geben, richtig individuell zu handeln und zu sagen, ja, tragt die Maske, wenn ihr wollt, die Sachen haben gegriffen, also eigentlich braucht es nicht, ist halt auch extrem unverantwortlich, finde ich. Ja. Ich finde halt, solange wir es schaffen, dass es bei so einem Faktor von circa 1 bleibt, ist es in Ordnung. Und dann oder unter 1, weil nur dann geht es zurück, nicht? Ja, aber dass wir es ausrotten, dadurch ist halt nicht möglich. Aber ja, jetzt sowieso. Aber jetzt irgendwie jetzt wieder 60, 70 und dann 80 und jetzt 100 Neuinfektionen an einem Tag. Spricht schon klar. Wir waren bei 450 für urlange Zeit und jetzt sind wir auf einmal bei 700 oder so insgesamt. Ja. Und es ist halt schon bedenklich, weil ja, die Zahlen sind so schnell gewachsen letztes Mal. Es gab ja auch diese Berichte, wenn wir eine Woche später zugemacht hätten, dann hätten sich irgendwie 20.000 Leute oder so mehr infiziert oder irgendwas Absurdes. Und jetzt sind wir wieder bei diesem gleichen Konzept, nur dass die Leute einen Lockdown, glaube ich, nicht akzeptieren würden. Und wenn wir deswegen diese ganzen Maßnahmen einfach, diese sozusagen Soft-Maßnahmen, die jeder wird es aushalten, eine Maske zu tragen. Und wenn einer aus 20 Personen eine Maske nicht trägt in den Supermarkt oder so, dann lebt man damit. Ja. Wenn eine aus 20 Personen eine Maske trägt, dann bringt es niemandem was. That's a difference, auf jeden Fall. Und der Unterschied zwischen Maske tragen und Lockdown ist halt sehr riesig. Ja, also was ich verstehen kann, ich glaube auch, dass die Regierung da einfach einen konsequenten Kurs fahren muss. Good one. Vor allem, ich habe mich legit versprochen. Aber ja. Hattest du ein bisschen einen Kurzschluss, gell? Gut. Aber ich kann, ich kann auch verstehen, dass es ein Abwägen ist irgendwo aus, was ist zu viel, was kann man der Bevölkerung zumuten und was nicht. Und ich finde, Maske ist in jeder Hinsicht zumutbar. Auf jeden Fall. Und ich finde auch ganz ehrlich, dass teilweise solche Sachen wie es dürfen nur so und so viele Leute in Geschäfte rein, dass man so etwas auch zurückbringen könnte. Weil ich finde schon bedenklich dann, dass die Leute ja, es hat mich auf so... Oder zum Beispiel, Neubergasse ist eine riesige Baustelle, wo die Gehsteige auf einen halben Meter reduziert wurden. Und dort quetschen sich jetzt urviele Leute vorbei und es ist unmöglich, den Sicherheitsabstand einzuhalten, obwohl wir de facto noch immer Sicherheitsabstandsmaßnahmen einhalten sollen. Ja. Und dass die Stadt Wien zum Beispiel auf die Idee kommt, okay, wir machen die gesamte Straße zu, und zwar auf einer sehr beliebten Shoppingstraße, die direkt bei der Mahi ist, ist auch irgendwie, macht das nicht ganz Sinn. Ich verstehe, dass sie die Baustelle durchbringen wollen, aber trotzdem. Ja, es ist kacke irgendwo, ich verstehe es. Was ich auf jeden Fall schade fände, ist... Ich glaube so, wenn man an sich aneinander vorbeigeht, ist es jetzt nicht so bedenklich, ehrlich gesagt. Also was bis jetzt so war, ich habe für meine Uni... in einer Projektarbeit Coronavirus in Österreich mit anderen Ländern, vor allem mit der USA, verglichen. Und Österreich war halt bis jetzt einfach so, was die Zahlen betrifft und vor allem auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, ein Vorzeigebeispiel. Also es gab auch keine Demos oder so, weil zumindest wir nicht so viele. Fügige Menschen sind. Aber weißt du, woran das liegt? Ich sage euch, das liegt so Biedermeier. Ist in unserer DNA. Wir sind gut darin, einfach zu Hause abzuhängen. Das stimmt. Und zu entspannen darin, und uns nicht... Zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war so the most miserable time of my life. Es war scheiße, aber... Bro, ich habe so viel Minecraft gespielt. Ja, ich fand, das war schon eine Upside. Das war literally wirklich eine dunkle Zeit für mich. Weil du nie Minecraft mitgespielt hast. Okay. Sorry, Jonas. Als Gesamtbevölkerung haben wir zwar einen Grant, aber wir sind nicht die Art von Leute, die wirklich was ändern. Also das österreichische Volk, wir sind so, ja, boah, dieser Lockdown, der nervt mich eh. Der nervt mich wirklich schon. Und was schauen wir heute im Fernsehen, gell? Ja, was läuft da? Tatort? Gibt es eine neue Folge? Ja, fix. Soko Donner? Wir sind schon, die Österreicher sind sehr fügige Menschen einfach. Aber das hat, wie man sieht, auch seine Vorteile. Es hat natürlich seine Nachteile. Aber, weil du jetzt sagst Vorteile, ich muss ganz ehrlich sagen, so, was machen wir jetzt? Ich kann ehrlich gesagt auch nachvollziehen, dass langsam die Patience der Leute halt ausläuft. Kann ich nachvollziehen. Und es ist mittlerweile halt, kommt mir schon so vor, als wäre einfach das
Goodwill oder Goodwill, wenn man es so nennen kann, aber einfach so die Patience aufgebraucht. Patience auf Deutsch. Geduld. Die Geduld. Die Geduld aufgebraucht. Und was machen wir jetzt? Weil ich glaube, so, wenn wir so weitermachen, dann ist eine zweite Welle halt irgendwie sehr realistisch. Hm. Weil jetzt die Lockerung halt weitergemacht wurde, ja, und wir auch schon einen Aufwärtstrend sehen. Und Voll. Ich glaube, ein zweiter Lockdown kommt überhaupt nicht in Frage. Aber genau deswegen denke ich mir, okay, zum Beispiel, es wurden jetzt Open-Air-Veranstaltungen bis 5000 Leute wurden erlaubt. Ja, im September, oder? Das ist absolut absurd. Das kannst du komplett vergessen, meiner Meinung nach. Ja. Ich sag, Maskenpflicht zurückbringen, weil selbst wenn die Geduld der Leute ausläuft, wenn du den Leuten 500 Euro Strafen aufzettelst, dann kehrt die Geduld schnell zurück. Ja, okay, aber weißt du, was ist so der Long-Term-Plan? Wir haben keine Ahnung, was wir machen werden. Bis wir bessere Behandlungsmethoden und eine Impfung haben. Das ist halt eine Pandemie. Grundproblem an dieser Krise. So, du kannst nicht vorhersehen. Du weißt jetzt mittlerweile, wie lange es dauert, bis Maßnahmen greifen und was für ein Kurs zu erwarten ist. Aber es ist noch sehr, sehr schwer vorherzusehen, wann wir wirklich damit fertig werden im Endeffekt. Und Testungen immer weiter hochschrauben und Contact Tracing hochschrauben und zu schauen, dass du auch lokal, zum Beispiel, das gab es jetzt in Oberösterreich die Diskussion, okay, es bricht in Oberösterreich anscheinend aus, es gab dort einen Cluster, können wir einfach kleinere Orte in Quarantäne setzen und ihnen sagen, okay, ihr dürft jetzt 2 Wochen nicht raus oder 3 Wochen, was halt ein bisschen Meier ist, ja, aber du musst halt bereit sein, durchzugreifen, manchen Leuten unangenehm zu sein und ja, es ist auch... Das ist einfach irgendwie... Selbst wenn du das von politischer Seite aus überlegst, Kurz und die Grünen, ich meine, jeder Politiker und jede Politikerin wünscht sich so eine Krise, weil du einfach, wenn du die richtigen Schritte setzt, dir so viel einfach Pluspunkte bei der Bevölkerung verdienen kannst. Glaubst du? Weil, 90% oder so von der österreichischen Bevölkerung ist zufrieden mit dem Programm, das gefahren wurde. Ja. Und die Grünen sind bei knapp 20%. Das ist schon krass. Die ÖVP ist bei 45 oder so. Ich meine, die kratzt jetzt wirklich irgendwann an der Totalen. Die Grünen sind stärker als die SPÖ. Das hättest du davor nicht gehabt. Nein, das stimmt. Aber speziell am Anfang, muss ich sagen, habe ich schon auch sehr viel Unmut mitbekommen. Also ich glaube, es ist schon noch eine Frage, wie man damit umgeht. Aber sozusagen. Dann schauen Sie sich an, wie es in anderen Ländern geht. Ja, voll. Nein, Also jetzt im Nachhinein hat es der Regierung sicher gut getan, keine Frage. Ich muss auch sagen, ich glaube, ohne Italien zum Beispiel wäre das Ganze ein bisschen anders gelaufen, aber weil wir so nah bei ihnen sind und weil wir gesehen haben, Wir haben einfach auf Italien seinen Nacken geklatscht, Bro. Okay, ich würde das nicht so sagen, Italien. Weil das sind... Ja, ich meine, die waren sozusagen das Beispiel, was passiert, wenn man... Ja, auf jeden Fall. Wenn man auch nur eine Woche zu spät handelt, weil die waren jetzt nicht so tatenlos. Aber einfach nur so ein kleiner Zukunftsblick. Was denkt ihr, wird realistisch passieren, so die nächsten paar Monate, das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr? Vermutlich wird es eine Impfung vielleicht geben in so einem Jahr bis eineinhalb Jahren. Ja, das Problem ist, glaubt ihr, wird bis dahin passieren? Es gibt Impfungen, die schon in der dritten Phase der Forschung sind, was auch immer genau das heißt. Ich glaube, es gibt 6 Phasen. Dritte Phase ist Testen an Menschen oder so. Okay, es gibt also Impfungen, Clinical Trials. Es wurde halt alles sehr beschleunigt. Schau, meine realistische Vorhersage für Österreich ist, dass es ein bisschen steigen wird, dass wir realisieren werden, okay, wir müssen diese Soft-Maßnahmen, so nenne ich sie jetzt mal, wieder einführen. Ja. Und wir werden einfach jetzt ein Jahr so weiterleben. Und wir werden uns dann gewöhnen müssen, dass wir diese Masken tragen. Und vielleicht ist das auch etwas, das sich dann kulturell irgendwo etablieren wird, weil das ist nicht die schlechteste Idee, das zum Beispiel in den Winter hineinzutragen. Weil dort ist schon extrem wack. Aber das ist im unangenehm, Winter... Unangenehm, aber es ist in anderen Kulturen, zum Beispiel in Japan, ist es ja ein Zeichen von Respekt. Okay, aber wollen wir so wie Japan sein? In der Hinsicht in dem Belangen, auf jeden Fall. Ja. Ist es auch so. Ich finde das schon übertrieben. Naja, ganz ehrlich, wenn du es auch nur in den Öffis machst oder so. Ich finde das akzeptabel. Du willst, dass wir dann alle Masken tragen oder wenn du halt krank bist? Ich finde irgendwie... Wir alle. Nicht zumindest müssen, im Winter. Aber wenn es kulturell etabliert ist, würden wir auf jeden Fall davon profitieren. Ich glaube, du kannst keine Maskenpflicht tragen. Ich finde das einfach extrem unsympathisch, dass wir dann alle Masken in der U-Bahn tragen. Schon klar. Ich finde das auch jetzt extrem unsympathisch und ich sehe das nicht ein. Dafür du kannst doch keine Maskenpflicht, Leute nicht krank werden. Du kannst doch keine Maskenpflicht forcieren. Das ist klar, wenn es keinen so aktuellen Grund gibt. Aber was du...
Also der Jonas hat ja gesagt, wenn es kulturell verankert ist, dann ist, glaube ich, irgendwie klar, dass wir davon profitieren würden. Man sieht das an den Ländern, in denen es jetzt schon kulturell verankert ist, die einfach trotz einer wesentlich höheren Bevölkerungsdichte wesentlich weniger mit dem Virus jetzt zu kämpfen hatten, einfach weil das schon in place war. Hey, und wenn es dich so persönlich stört, dann kannst du ja eine von den Personen sein, die es nicht macht. Ja, von den Arschlöchern. Da geht es ja auch irgendwo ein bisschen um so, das Wort ja Herdenimmunität und so wird viel rumgeworfen, wenn ja 15 aus 20 Leuten Masken tragen in der U-Bahn, macht das einen großen Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Und wir schützen einander. Und ja, ich finde die Masken zum Beispiel, ich finde sie im Sommer jetzt mega nervig, in der U6 Ultra, zum Beispiel. Der Schweiß sammelt sich so hier und dann atme ich hier die ganze Zeit. Wo? So hier, stimmt, so hier unter der Nase, so über auf der Oberlippe. Und dann atme ich einfach meinen Schweißgeruch ein konstant, während ich die Maske trage. Aber ich finde zum Beispiel im Winter wäre es okay. Auf im jeden Winter Fall. Sich ein bisschen zu wärmen. Ich muss sagen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, warum, aber ich finde es einfach eine Idee, die mir wirklich abgrundtief gegen mich ja, geht. Ich es ist einfach auch kein schönes Bild. Nicht nur, weil ich sie nicht tragen will, das meine ich nicht, sondern einfach, ich finde die Vorstellung, dass wenn alle Masken tragen, übertrieben und extrem scheiße. Aber irgendwas müssen wir machen. Ja, ich meine jetzt nicht im Corona-Sinne, sondern so im generellen Sinne. Und ich finde, es ist auch nicht so schlimm, wenn halt Leute krank werden. Aber zum Nein, Beispiel, das ist keine was Frage, ich, darum was geht's, absurd, ich auch was nicht. Ich zum Beispiel gut fände, ist, wenn wir krank sind und wir rausgehen müssen, dass wir das zumindest kulturell etabliert haben, dass wir da Masken tragen. Ja, das finde ich okay. Auf jeden Fall. Was ich zur Entwicklung noch sagen wollte, ich glaube, es wird auch so bergauf und bergab gehen, bis es eine Impfung gibt. Oder beziehungsweise bis wir einen Weg gefunden haben, wie wir direkt den Virus tackeln können und nicht nur sozusagen Maßnahmen gegen seine Ausbreitung, wie auch immer das dann sein wird, höchstwahrscheinlich mit einer Impfung. Und ich glaube, es wird einfach so sein, weil sich halt die Politik ja natürlich auch ein Eigeninteresse hat und immer danach interessiert ist, sozusagen die Leute zu pleasen. Im Endeffekt wird es mit den Maßnahmen, glaube ich, immer so hin und her gehen. Es wird die Maskenpflicht kommen, wieder gehen, wieder kommen. Keine Ahnung, wie lange das jetzt noch dauern wird. Und ich bin einer von den faschistischen Arschlöchern, die dann actually, wenn es soweit ist, dass es ein wirksames Heilmittel gibt, dafür ist, dass Leute, die keine Immunschwäche haben, sich impfen müssen. Ja, finde ich auch. Ich bin für die Impfpflicht. Oder zumindest, dass du solche Sachen sagst wie, du musst dein Kind nicht impfen, aber wenn du es nicht impfst, dann darfst du nicht in den Kindergarten, dann darfst du nicht in die Schule. Du darfst die öffentlichen Verkehrsmittel. Okay, nein, das kann man nicht kontrollieren. Aber ich weiß nicht. Du musst dich umbringen. Nein. Aber so Sachen wie zum Beispiel ungeimpfte Kinder lassen wir nicht in den Kindergarten. Weil das wird ja auch teilweise schon so handgehabt und ich finde das eigentlich ganz sinnvoll. Und Also ich sehe, wieso Leute Bedenken haben in Bezug auf ihre Freiheit, I guess, oder auf ihre Freiheit in Bezug zu diesem Thema. Aber ich glaube, was viele Leute einfach nicht bedenken oder einfach versuchen wegzuargumentieren, ist, dass sie halt nicht nur sich gefährden dadurch, dass sie sich nicht impfen, sondern dass das auch Auswirkungen auf andere Leute hat. Und ich finde, weißt du, es ist immer dieses Freiheitsargument, aber wenn wir dieses unglaublich individualistische Leben leben wollen, wo wir in so einer globalisierten Welt leben, wo wir dem Kapitalismus untertan sind und so, dann müssen wir auch mit den Konsequenzen davon leben. Und diese Konsequenz ist halt, dass wir uns dann gegen Corona impfen lassen müssen. Du kannst nicht das und das haben, weißt du? Aber wie hast du jetzt Kapitalismus mit, oder meinst du, dass alles möglichst schnell wieder offen ist oder was? Solche Sachen, ja, dass wir einfach dieses, dass wir unser Leben wie sonst weiterleben können, dass wir billiges Schweinefleisch oder so aus China konsumieren können. China. Schweinefleisch aus China, Bro. Nein, was meinst du? Was meinst du? Nein, ich meine nur, dass wir halt... Wir importieren kein Fleisch aus China. Ja, aber darum geht es jetzt nicht. Worum geht's? Ich habe es jetzt auch noch nicht ganz verstanden. Ich sage nur, dass der Kapitalismus als globales Wirtschaftssystem einen sehr großen Einfluss auf die Corona-Krise hat, beziehungsweise dass es in einem System, dass die Natur... zum Beispiel mehr respektiert, so eine Krise gar vorgebeugt hätte werden können. Weil wenn wir zum Beispiel
anders konsumieren würden, dann wäre es vielleicht nie dazu gekommen. Das ist alles, was ich sage. Oder wenn wir nicht so global wären. Aber wenn die Welt nicht so global wäre, okay, das kann, gut. Das ja. soll, was ich nur sagen will, ist, wenn du diesen Anspruch stellst, dass du in so einer Welt leben kannst, wie wir jetzt leben, dann musst du auch bereit sein, andere Freiheiten, wie zum Beispiel die Freiheit, nicht geimpft zu werden, ja. ablegen musst. Ja. Ja. Ja, I agree. Und was ich auch muss, die österreichische Bevölkerung übrigens, ich habe eine Statistik gelesen, 56% der österreichischen Bevölkerung hat laut einer OGM-Umfrage Angst vor einer zweiten Welle, aber gleichzeitig haben 53% angegeben, dass sie ihre Freizeitaktivitäten wie Lokalbesuche, Shopping und Sport wieder wie vor der Krise aufgenommen das haben. Das sind einfach solche österreichischen und Aussagen. Wir wissen, es kann, das ist so geil. Es kann nicht 109% sein, es muss einen, ja, natürlich gibt's einen Überschnitt geben. Und ja, der OGM-Chef Wolfgang Bachmeier nennt das übrigens schizophren und ich finde, das trifft es teilweise schon ganz gut, dass wir so sind. Ja, schizophren. Ja, ich habe so Angst vor der zweiten Welle, während wir gemeinsam mit Mackie sitzen und hier mit Chicken Nuggets essen. Brate, ich habe schon arg Angst vor der neuen Welle. Brate und ja, das wäre... Aber ja, nur noch auf Jonas Kapitalismus-Kommentar. Ich verstehe nicht, du musst es nicht immer so... You don't always have to make it about capitalism. Aber es geht immer darum, das ist das Problem. Jedes einzelne Problem können wir darauf zurückführen. Ich glaube, das ist aber im Endeffekt, wenn in einem System, in dem du dich bewegst, Probleme auftreten, auch wenn die nicht direkt mit dem System korrelieren, wirst du sie immer auf das System, in dem du dich bewegst, zurückführen können. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dass man es auf Kapitalismus zurückführen kann, sondern einfach also darauf, sind sie uns, immer darauf zurückzuführen. Unser Way of Life, ja, wie wir aber halt gerne leben. Diese Art zu leben ist ein Resultat von unserem Wirtschaftssystem. Ja, ja, okay, aber ich finde nicht unbedingt, dass man sagen muss, Kapitalismus, sondern einfach so, wie wir den Kapitalismus halt leben. Ich glaube, es gibt keine andere Art, den Kapitalismus zu leben. Ich glaube, es ist eine der größere... Schau, die Leute reden viel über Soft-Kapitalismus, aber du kannst den nicht deckeln. Weißt du? Ich finde zum Beispiel, wenn man so Sachen machen würde, so ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde, es geht auch einfach nur um andere Price-Markets. Wenn du anders die Sachen bepreisen würdest in unserer Welt, dann würden die Sachen ganz anders ausschauen. Ich finde, ich halte es irgendwo für naiv zu sagen, dass das eine Möglichkeit wäre, um Probleme zu lösen. Es ist sehr symptomatisch irgendwie. Weißt du, es ist wie, wenn du jedes Mal eine Blase auf der Hand hast und du sagst, du tust ein Pflaster drauf, anstatt dass du irgendwie zum Arzt gehst und schaust halt, was du dagegen tun kannst, finde ich. Okay, aber weiß nicht, wo wir jetzt sind in dieser Diskussion, aber ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, Jonas, in dem Punkt, dass du sagst, wenn wir in einer globalen Welt leben wollen oder beziehungsweise, ja, wenn wir in einer globalen Welt leben wollen und wenn wir unsere Freiheiten sozusagen wieder voll ausnützen wollen, Freiheiten im Sinne von, wir können wieder unbegrenzt rausgehen, wir müssen keine Masken mehr tragen oder vielleicht das nicht, weil das wird halt noch nötig sein, zumindest für die nächste Zeit, dann müssen wir uns auch irgendwo damit abfinden können, dass es schlicht und einfach ein gewisses Opfer braucht. Und dieses Opfer wird halt sein, dass wir einfach fucking impfen gehen. Ich verstehe einfach die Leute nicht, die bei Good Health sind und ernsthaft sagen, ja, es ist eine Einschränkung meiner Freiheit, ich weil die einzigen du impfst dich für deine Freiheit. Also die ich einzigen weiß Leute, die wirklich ein Recht haben, sich darüber zu beschweren, sind Leute, die halt krank sind. Und krank sind. Da bin ich auch dagegen. Du kannst nicht einfach Leuten sagen, die krank sind, ja, spritz dich mit 50%iger Wahrscheinlichkeit, stirbst du daran oder so. Na eh, aber darüber brauchen Menschen, wir gar nicht genau, reden. Menschen, eben, die keine Diagnose haben, die bei Good Health sind, speziell in unserem Alter, finde ich, die auch, ja, die von dem System mehr oder weniger profitieren, in dem sie leben, sollten jetzt nicht kommen mit, ja, ich gehe mich jetzt nicht impfen lassen, weil das ist meine Freiheit als, keine Ahnung. Was die Regierung jetzt auch gemacht hat, ist die Grippeimpfung ausweiten, gratis für Kinder und Jugendliche. Und das finde ich jetzt, wenn ihr euch noch qualifiziert, macht das unbedingt, weil mit einer Grippeimpfung kann man auch zum Beispiel so Corona Panik und so vorbeugen und auch so cross-infizieren. Voll, alleine so dieses, okay, ich muss mich jetzt testen lassen und muss jetzt zur Sicherheit zu Hause bleiben oder beziehungsweise bei einer Grippe bleibt man besser zu Hause, aber halt. Nee, ich meine, sagen wir mal so, lass euch gegen die Grippe impfen, weil die Grippe scheiße ist, aber lass euch auch gegen die Grippe impfen wegen Corona. So, voll. Ihr kriegt zwei, es ist ein 2-für-1, Bro. Ja. Impf dich einmal und krieg zwei krank, Ja, aber ich, ja. Voll.
Impfungen, yay. Das ist... Fazit. Ja. Also ja. Impfungen auf drei. 1, 2, 3. Impfungen. Ja, und um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube eben, das ist genau das, was die Pandemie im Endeffekt, also was der Knackpunkt sein wird, wenn wir nicht mehr nur die Symptome dieser Pandemie bekämpfen, sondern halt die Krankheit selber. Ja. Gut. Schön. Kommen wir zu einem etwas lockig-flockeren Thema. Lockig-flockeren? Ja, genau. Okay, gut. Das war weird. Nein, war es nicht. Nein, okay. Und zwar... It was not weird. Wenn man eine Frage hat, was macht man dann am besten? Daniel? Sag jetzt Telefonjoker. Lenny? Man fragt eine Person, wo man davon ausgeht, dass sie diese Frage beantworten kann. Und wer könnte das sein, Daniel? Der Inder. Der Inder! Es ist der Inder! Okay, wir wollten einen kleinen Abstecher zurück in die Geschichte machen. Und zwar über eine... Sag mal, we're gonna get Taylorin cancelled for this one. Der rückblickend... Taylorin gibt's eh nicht mehr, oder? Ja, eh nicht. Sie wurden gecancelt wegen dieser Werbung. Eine der rückblickend problematischsten Werbekampagnen, an die ich mich erinnern kann. Ich muss nur ganz kurzer Abstecher. Ich finde das so nervig, wenn Leute die ganze Zeit problematisch sagen. Eine der rassistischsten Werbekampagnen, an die man sich erinnern kann oder an die ich mich erinnern kann. Und zwar Frag doch den Inder. Die wurde von Taylorin gestartet. Zwischen 2008 und 2016 lief die. Also schaut jetzt an dieses Marketing-Genie, Bro. Wir reden 4 Jahre danach über die Marketing-Kampagne, die jetzt nicht mehr da ist, von einem toten Unternehmen. Und das Konzept war auch so absurd, okay? Yeah. Eine Frage wurde in den Raum geworfen. Ja, irgendeine Frage. Und anstatt, dass sie beantwortet wurde, sagt einfach irgendwer, ja, frag doch den Inder. Und auf einmal kommt Schauspieler Ramesh Nair, Shoutouts, betitelt als der Inder, was mir einfach mega unangenehm ist. Einfach, ja, wer bist du? Ich bin der Inder. Ja? Ja. Der ist dann aufgetaucht aus dem Nirgendwo, so à la Genie, also in ja, extrem so stereotypische indische Garnitur. Oder so ein Head. Ja, ja, genau. Oh, und hat dann irgendein Testimonial über Taylorin abgegeben, das aber nichts damit zu tun hatte. Ich wollte euch eine der Werbungen abspielen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und falls ihr es nicht sehen könnt, auf YouTube werden wir das Video abspielen. Aber die Ausgangssituation ist, ein fetter alter Mann sitzt mit seiner viel jüngeren blonden Frau in einer extrem opulenten Badewanne, okay? Und das ist ihre Diskussion. Okay. Nett. Sag mal, wärst du auch mit mir zusammen, wenn ich kein Multimillionär wäre? Du... Frag doch den Inder. Frag doch den Inder. Sicher nicht. Schließlich sollte man nur so lange an einer Sache festhalten, solange man noch einen Vorteil daraus zieht. Deshalb bringt Taylorin jetzt die Sensation. Ab sofort gibt es alle Taylorin-Tarife ohne Bindung. Wer nicht mehr will, kann jederzeit gehen. Gilt auch bei Basta. 0 Cent in alle Netze, nur 19 Euro im Monat. Welches absolute Marketing-Team, was komplett auf Crack oder hat sich das einfach lassen? Ich finde das toll, okay? Sie sind in dieser Whirlpool-Badewanne und dann sagt sie, frag doch den Inner. Und auf einmal sitzt Ramesh Nair in der Whirlpool-Badewanne. Oh, ja, er sitzt in der Whirlpool-Badewanne. Okay. Und der ist voll angezogen. Nee. Sicher nicht. Nein, er trägt kein T-Shirt, er ist topless. Ja, du siehst, aber er hat, glaube ich, sein Head. Ja, er trägt noch immer Turban. Ein paar Fragen. Erstens, wieso muss er diesen fucking dummen Akzent machen? Weil er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. In Pfalz an der irgendwas. Ja, wieso redet er so, als würde man sich über einen Inder lustig machen? Ich werde jetzt nicht nachmachen, weil problematisch. Aber du kannst es nachmachen, wir reden darüber. Nicht. Wir sind ja unter uns. Was ich auch fragen wollte ist, was ist das für ein komisches Konzept? Ist das ein Sprichwort, von dem ich nicht weiß, dass du vorher gibt es das Frag den Herold? Aber das war auch eine Werbung. Das weiß doch der Herold oder so. Was aber ich glaube, dass einfach diese Werbung daher kommt, dass wenn du bei so Tech-Support anrufst, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du halt in irgendein Neu-Daily, keine Ahnung, Tech-Support-Center. Ich glaube, das damals schon so war. Ich habe das Gefühl, es gibt ja immer so... Spreche ich Chinesisch oder was? Yeah. Und dass sie sich irgendwie gedacht haben, ja, wer ist das eine Rasse, die man irgendwie, über die man sich lustig machen kann und das ist nicht so problematisch? Frag doch den Inder. Es gibt wenige Inder in Österreich. Sag mal, frag doch den Inder. Und das kann man auch gut darstellen. Okay, und da kann man kurz, diese Dingelingelinge Musik machen. Ich kenne wirklich kaum Inder. Aber das ändert nichts daran, dass es auch so echt weird ist. Nice. Ja. Welche Inder kennen wir?
Ramesh Nair. Fun Fact, ich habe Ramesh Nair früher dreimal auf der Straße, das ist meine Dani-Leftboy-Geschichte, nur mit Ramesh Nair. Ich habe ihn dreimal auf der Straße gesehen, er ist an mir vorbeigegangen, er hat jedes Mal so depressiv ausgeschaut, so frustriert, und ich nehme es ihm nicht übel, weil er ist halt ausgebildeter Bühnenschauspieler und so. Und er hat für 8 Jahre der Quoten-Inder, Bro. Ja, wirklich. Stell dir vor, dein Berufstitel ist der Inder. Stell dir vor, dein Berufstitel ist einfach, dich über deine eigene Herkunft einfach zu verspotten. Literally, der einzige Moment, wo es akzeptabel ist, der Inder zu sagen, ist zu sagen, ich gehe mir beim Inder was zu essen kaufen. Aber sonst... Das ist eigentlich auch problematisch. Stimmt, das ist eigentlich auch irgendwie... Also von mir war es ein Scherz, aber ich glaube von dir nicht. Ja, doch. ich spiele nur mit. Aber literally, ja, ich finde das einfach, ich finde das auch lustig. Weil, Aber eigentlich können wir das Ganze auf Kapitalismus zurückführen. Ich meine, ja, aber müssen wir nicht. Okay, danke dafür. Na, es ist einfach geil. Weil die Corporate-Tailoring-Welt einfach so... Aber ich frage mich, was so... Okay, was ist so die Value Proposition von dieser Werbung? Na eh. Ich verstehe es nicht, aber es ist urabsurd. Ja. Ich verstehe... Weil es kann muss ja doch so viele so Meetings durchgehen, dass du das 8 Jahre lang zu deiner Hauptwerbekampagne machst. Es muss auch erfolgreich gewesen sein. Und das Lustige ist, finde ich, dass einmal vor 12 Jahren, ich habe niemanden so, da war keine Debatte drüber so. Es waren ja überall Plakate auf der Straße, Bro. Ich war acht, aber ich glaube nicht, dass es war ein ganz anderes Klima, wo wir einfach so waren, okay, das, ja, voll, wieso nicht? Kühler. Ist lustig, gell? Ist lustig. Charmant. Behinder. Ja. Voll, das ist der Inder, der Rame. Das ist er halt. Der war sogar mal bei Dancing Stars oder so, oder? Daher kenne ich ihn. Er ist auch ausgebildeter Tänzer. War ein Judge, oder? Nein. Er war einer von den Tänzern dort. Stell dir vor, du gehst zu einer Promi-Show und einfach dein Claim to Fame ist der Inder. Boah, ich fühle mich so schlecht. Du bist so Ramesh Nair, der Inder. Du bist so auf einer Party, so auf so einer VIP-Party, und jemand kennt dich nicht und fragt dich so, ja, wieso bist du hier, was machst du so? Und du bist so, ja, ich bin der Inder. Was meinst du? Und dann ist er so, ja, kennst du das? Dingelingeling aus der Werbung. Und du bist... Oh, das ist einfach in jeder Hinsicht... Das ist einfach so scheiße, Bro. Ja. Wir werden einfach in 5 Jahren für dieses Video gecancelt werden. Okay, aber es ist eh klar. Es ist wichtig, dass wir auf der Meta-Ebene darüber reden können, Dani. Okay, kurze Frage. Wie glaubt ihr, wer das fragt doch den Österreicher, wenn sie in Indien ein fragt doch den Österreicher, würde dann einfach so der Donauwalz im Hintergrund spielen? Nein, ich glaube, so eine Alpenmusik. Gescheiter Alpenfuzzi. Ja, weißt du was? Das ist er. Hey, Gerti, bring mir mal. Bringen wir mal das Bier, du. Ob es heute einen Erdäpfel oder einen Gurkensalat gibt, ist mir wurscht. Aber bitte. Wo ich spare, was mir nicht wurscht ist, ist bei meinem Handytarif. Alter, das wäre so gut. Ich schaue auf wenig, aber da schaue ich drauf. Wie sollst du das machen? Frag doch den Österreicher, Mann. Frag doch den Österreicher. Okay, schick das Sketch dir. Schau, ich bin ja nicht rassistisch, aber mit die... Okay, ich glaube, da haben wir es dann auf. Slippery slope. Ja. Das ist problematisch, wie man so schön sagt. Okay, können wir nur ganz kurz darüber reden, wie dumm es ist, problematisch zu sagen. Ich hasse das, dass Warum? Das Wort benutzt wird. Weil meiner Meinung nach, wenn Leute sagen, etwas ist problematisch, was sie eigentlich sagen wollen, ist... Ich kann nicht genau begründen, okay, in diesem Fall war es jetzt nicht so. Aber generell sehe ich einfach diesen Trend auf Social Media, dass Leute einfach sagen so, that's problematic. Ich weiß. Das ist problematisch. Und was sie eigentlich damit sagen wollen ist, ich weiß eigentlich nicht genau, warum das nicht gut ist. Aber so, es wirkt die Narrative, so, als wäre es nicht gut. Die Narrative, so, die mir beigebracht wurde, sagt mir so, dass das eigentlich, dass man das nicht sagen kann. Ich finde nicht problematisch. Ich finde nicht das, sondern irgendwo, ich finde, manchmal macht es das Ganze auch irgendwie, es ist banalisiert, das Ganze auch. Weißt du, anstatt zu sagen, ja, das ist rassistisch oder das ist sexistisch oder wie auch immer, sagst du einfach, es ist problematisch, was so ein abstraktes Konzept ist, dass du nicht mehr wirklich Kritik daran ausüben kannst, sondern du sagst einfach, ja. Ja, es war problematisch. Das war problematisch und es ist in beide Richtungen. Wenn es irgendwie, was heißt das? Was bedeutet das? Nein, ich stimme dir zu. Was ist daran problematisch? Was willst du damit sagen? Ja. So, sprich, Tacheles. Und meistens ist es dann auch einfach so, du bist so, okay, was bedeutet das? Das ist problematisch. Es ist einfach problematisch. So, what the fuck does that mean? It makes me feel uneasy. Apropos problematisch. Lenny's Hairline.
Das auch. Ich wünschte, ich könnte euch widersprechen. Aber meine auch. Ist okay. Ich zeige kurz einen kleinen... Whoop. Wir haben alle die Geheimratsecken. Bro. Wir sind einfach drei weiße, privilegierte Scheiß-Männer, alle mit Geheimratsecken. Die Anfang 20 schon anfangen, Glatzen zu kriegen. Alle geil im kapitalistischen System investiert. Geil. Okay. Was heißt geil investiert? Mann, das ist problematisch, was du gerade sagst. Okay. Stimmt. Das apropos reicht, problematisch. Es gibt auch ein Frag doch den Inder Musikvideo. Oh yes. Weil der Inder so erfolgreich geworden war. Ich würde euch, und ich würde euch gerne einen Ausschnitt davon abspielen, so 40 Sekunden, 45 Sekunden. Der Song, der offizielle Titel ist Frag doch den Inder featuring der Inder Radio Mix. Warte mal, ist es nicht von dem Inder? Nein. Es ist von dem Trio Triple D EF, hat Platz 49 in den österreichischen Charts erreicht. Der offizielle Titel, wie gesagt, Frag doch den Inder featuring der Inder Radio Mix. Featuring der Inder? Ja. Das ist sein Titel. Also es ist okay. Aber EF. Kleines D. Also der Inder, nicht der ist irgendwie. Okay, Spit it the bars. Ich spiele es euch mal vor. Es sind, auf YouTube könnt ihr das Video sehen, wenn nicht, das Triple D Trio sind drei Frauen mit schwarzen Perücken auf, mit einem sehr kurzen Kleid, wo ein Fragezeichen drauf ist. Und alle weiß wie der Schnee. Ja, okay. Und sehr hohen Boots. Und ich spiele euch jetzt ein bisschen was sehr davon hohen vor. Boots. Schnee so strahlend weiß und Wasser ist es nicht. Warum sind Nasen meistens groß und mitten im Gesicht? Warum haben Schafe Wollpullover? Doch gehen im Regen nicht ein. Und wenn ich einen Vogel hab, bin ich dann noch allein. Warum gibt's Katzenfutter nicht mit Mausgeschmack? Warum haben Katzen sieben Leben? Man kauft sie in einem Sack. Und Wärmen lieber fragt im sich, Sack. Wer bringt dem Storch die Kinder? Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Weiß was, fragt doch den Inder. Zum Glück gibt es denn einen, der immer alles weiß. Egal was man ihn fragt. Antworten sind mein Revier, Bro. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, was da hier. Why did you do this, Bro? Wirklich, Bro. Why did you do warst this, bro? Du so broke, Bro? Ich glaube ganz ehrlich, das ist ganz im Gegenteil, ist einfach ein fetter Paycheck, Bro. Aber auch im Hintergrund dieses Frag doch den Inder. Jonas, das ist problematisch. Bro, ich habe mich, als ich das erste Mal gehört habe, ich habe ja heute ein bisschen Research dafür gemacht. Ich habe mich nicht erinnert. Das kannst du doch nicht machen. Ich habe mich wirklich erinnert, dass es diese Werbung gab. Aber und dann habe ich es gesehen und ich war so, fuck. Ich war so, das ist viel schlimmer, als ich gedacht hätte. Das noch machen. So. Ja, Alter, ich krieg dieses Jingle auch nicht aus meinem Kopf, Mann. Es ist so schrecklich. Also ich habe es nicht in meinem Kopf, Gott sei Dank. Ich bin nicht so ein problematischer Person. Ich habe es auch so oft gehört. Ein problematischer Person, Bro. Ja. Das ist jedenfalls Frag doch den Inder. Das ist unsere Retrospektive dazu. Ramesh Nair, wenn du uns zuhörst, komm auf den Podcast, ganz ehrlich. Bro, das komm in die so, Gruppe. Komm in die Gruppe. Ich würde so gern dem Typen ein paar Fragen stellen, so, wieso hast du das gemacht? Wie geht's dir jetzt? Wie ging's dir einfach in der Zeit, in der du der Inder warst? Der Dude hat sich einfach vermutlich jedes Mal komplett die Kante gegeben, bevor er diese Spot werden musste. Wirklich. Ich weiß es doch, glaub's mir. Einfach so, komplett. So, ja, komplett. Bro. Es kann nicht gut sollten, gewesen wir sein. Wir sollten ein Exposé machen. Das heißt, wer ist der Inder? Ja. Ramesh Nair. Alter, ja. Ramesh Nair, der Inder. Das Selbstfindebuch. Ramesh Nair. Eine glänzende, schillernde Persönlichkeit vor dem Fernseher. Vom kapitalistischen Markt zerstört. Shit. Okay. Ja. Und jetzt existiert sie nicht mehr, weil sie wurde. Sie ist jetzt Teil von halt der Magenta. Also was du damit sagen willst, ist Cancel Magenta. Ja. Weil ich will nur sagen, Magenta ist problematisch, weil sie haben Telering aufgekauft, die eben 8 Jahre lang die Fragt doch den Inder-Werbung. Yeah. Vor allem, T-Mobile hat sie erst, hat sich schon 2005 oder so aufgekauft. Das heißt, T-Mobile hat das einfach weiterrennen lassen. Aber vor allem 2016. Ich kann mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben nach so 2010 oder 2011. Ja, ich kann mich nicht erinnern, nach 2012 fair geschaut zu haben.
Aber selbst das, wenn, daran mag es auch ab liegen. Und zu so beim Sport vorbeischauen oder so, Champions League Finale, weißt du. Aber damals war das einfach nicht so ein Ding. Nein, ich verstehe, ganz andere Zeiten. Vor so fünf Jahren war das einfach legit. Aber sie haben das erst vor 4 Jahren eingestellt und ich kann schon, 2016 wäre so etwas schon problematisch, um dieses Wort jetzt zu verwenden, gewesen. Ja. Problematisch, ja. Mann. Ja, da, vielleicht haben sie es deswegen auch, vielleicht halt, haben sie Bro, actually da begonnen, Kritikstimmen zu bekommen. Kritikstimmen. Ja, kritische Stimmen halt. Ja, aber also, sie hatten einmal einen Marktanteil von 12%. Also. Telefonanbieter. Ah, nein, schon arg. Ja, aber es ist lustig, eigentlich wurde die Werbekampagne erst begonnen, als sie schon von T-Mobile aufgekauft wurden. Ja, dann war das sicher ein T-Mobile-Exec. Ja, wisst ihr, was man sagt? Magenta, alle wechseln zu A1, bitte. Alle bitte wechselt's. Bitte. A1 ist ein bisschen so die. Die Telefoncompany für so Opfer. Warum? Weil expand on that. Sie voll abzocken einfach. Warum? Weil sie schlechte Verträge haben. Warum? Was stimmt warum? Nicht. A1 hat viele bessere Verträge als T-Mobile. Du bist gerade einfach so, wie die Leute, die problematisch sagen im Internet. Weil wir haben gerade alle Verträge gewechselt bei uns und ich will jetzt nicht Werbung, ich will jetzt nicht chillen, weil ich kann mich nicht antikapitalistisch aussprechen und sagen, ja, eigentlich diese Firma, das sind alles scheiße. Nee. Aber okay, zum Beispiel, dass du in Österreich, das finde ich überhaupt urinakzeptabel, dass man in Österreich immer so lange Vertragsbindungen hast. Das stimmt, das ist halt, ja. Das ist eine von den wenigen Sachen, wo Amerika einfach wirklich einen Schritt voraus ist. Ich kann meinen Vertrag von Anfang an jeden Monat kündigen, aber ohne Kündigungsfrist. Die Verträge dort sind viel teurer. Sie sind viel teurer, aber ich kann sie jeden... Sie vielleicht teilweise vergleichbar, auch daran. Aber ich kann sie jeden Monat kündigen. Und, und ich kann sie auch jeden Monat switchen, wie ich will. Wenn ich gerade wenige Internet brauche. Du kannst dir Prepaid-Sachen kaufen. Was ich sagen will, ich habe A1 und ich habe einfach teilweise bei Wanderungen irgendwo im Nirgendwo auf irgendeinem Berg in irgendeinem Cliff-Face LTE mit 5 Strichen. Es gibt nur 4, oder? Das hängt halt davon ab, in welchem Netz du bist. So. Ich habe auch relativ, auch gutes Netz. Es gibt nur 4 Striche. Ich habe gewonnen. Okay, auf jeden Fall will ich sagen, ihr habt sicher nicht einen besseren Vertrag als ich, glaube ich zumindest. Sag's. Kostet 13 Euro im Monat und ich habe 20 GB Daten. Das ist ein guter Vertrag. Wie viele Anrufe? Ich glaube, unlimitiert. Okay, genug über Handyverträge. Okay. Ich weiß nur, dass ich mir immer die A1-Verträge angeschaut habe und ich war immer so, die sind mega teuer. Das kann, ja, das kann sein. Aber das A1-Netz ist halt auch einfach ziemlich gut. Und A1-Chill. Ich sag's, wie es ist. Es ist so, es ist ein gutes Netz. Sie haben nicht 8 Jahre lang, frag doch den Inder laufen lassen. Kleiner kapitalistischer Bootlicker. Schau, Dani, dafür bist du einfach ein Rassismus-Bootlicker. Weil du unterstützt stimmt, einfach eine Firma. Du bist die Anti-Antifa. Du bist die Anti-Antifa. Du bist einfach der Grund dafür, dass Rassismus existiert. Leute wie du. Bro, give me the CEO of racism right now. Okay. Ja, es ist der CEO von Magenta. Da bist du gar nicht so weit weg, Daniel. Ich werde jetzt nicht seinen Namen sagen, weil sonst kriegen wir eine Unterlassungsklage. Das ist kein offizielles das war ein Witz, nur dass das klargestellt ist. Das war wir unterstellen dem CEO von Magenta keinen Rassismus. Wie hat es dir gerade getan, das zu sagen? Aber die Frage durch den in der Kampagne war rassistisch und dass das laufen durfte, das finden wir, wie sagt man so schön, problematisch. Problematisch. Spritzig ist doch gut, Bro. Spritzig ist was Gutes. Spritzig ist so, nein, das ist ja so frech. Nee. Ich finde es eine Frechheit. Nicht gut. Ich finde es eine Frechheit, dass es diese Werbung so lange gibt. Frech würde ich es nicht nennen, ich würde es ein bisschen mehr als das nennen. Nein, wir finden es natürlich alle nicht gut. Aber ich finde, man muss schon sagen, das ist eine absurde Werbung. Es ist, man muss irgendwo auch obviously it worked. Es ist, man muss irgendwo den Humor darin sehen, darin, wie absurd es ist. Ja. Aber es ist halt auch einfach eine scheiß rassistische Werbung. Ja. Die auch, ziemlich. Abgesehen davon, dass sie rassistisch ist, komplett komisch ist. Das ist einfach wirklich weird. Ja. Wer ist auf die Idee gekommen? Okay, wir haben hier, weil dieses Golddigger-Paar, wo sie diesen dicken, hässlichen alten Mann und diese schöne, jüngere, blonde Dame haben, sind einfach in mehreren Videos. In einem ist sie so, ja, würdest du mich noch lieben, wenn ich ja älter wäre? Und er war so, ja, frag doch den Inder. Und dann kommt dieser Typ und dann sagt er, nein, natürlich nicht. Wieso? Denn man sollte ja nur etwas haben, solange es einem was bringt. Und deswegen haben wir immer den neuen Vertrag von T-Mobile. Ich finde es immer lustig, wie sie diese Segways so irgendwie komplett forcen. Es ist so wie ich mit Kapitalismus, Bro. Immer wenn jemand ein Wort hat,
Ich schnall sofort ein. Respekt für diesen Selbstroast, Jonas. Und für mein Segway. Apropos Segway, bitte noch eine Schweigeminute. Das Segway, okay, wir sind abgesetzt. Wieder da. Ja. RIP. Super. Können wir eigentlich festhalten, dass Segways einfach von so diesen kleinen, dummen, wie heißen die, Hoverboards replaced wurden? Und Elektroscooter. Ja. Fucking Limes und Swagways heißen aber die, ja. Aber bessere, ärgeres Ding... Bei Segway. Ärgeres Ding. Segway ist es ähnlich wie mit dem Tixo. Segway ist einfach eine Firma. Ich weiß. Ja, und wie willst du das und nennen? Segway, Mann, als Firma besteht nach wie vor. Sie machen halt nur jetzt E-Scooters und keine. Two-Wheeled Transportation Device. Ja. Naja, nein, Two-Wheeled. Das ist ein Rad, Bruder, das, ist eine das gute, gibt's schon. Mit deinem, das ist eine gute Frage. Wie würdest du die wirklich nennen? Ich google das jetzt. Segway, Mann. Mall Cop Transporter. Paul Brad, Mall Cop. Segway. Gut, wir sind wieder an dem Teil von der Episode angekommen, wo wir müde sind. Segway, personal transporter. Okay. Ich habe praktisch das Gleiche gesagt. Das ist schon einfach alles ein personal transporter, Mann. If you're brave enough. Nicht mal, wenn du brave enough bist. Deine Schuhe sind ein personal transporter. Stimmt, wirklich. Bro, aber zum Beispiel dieses Mikro ist ein personal transporter. Von oder der Tisch. Deine Stimme. That's deep. Ja. Na gut. In dem Sinne, egal ob in einem im Antifa-Hauptquartier oder auf einem Segway. Oder auf einem Segway oder gemeinsam mit Ramesh Nair. In einer Frag doch den in der Werbung. Genau, am besten oder ist es, Dancing with the Stars, dass ihr noch immer den Spritzwein zum Frühstück konsumiert. Wir hoffen, Snack euch geht es gut. Wir lieben euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Pussy. Und wenn ihr etwaige Fragen zu Spritzwein zum Frühstück habt, fragt doch Jonas. Fragt doch den Österreicher. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.